Alter, was geht ab, Leute? Hier? Es gibt heute Burger. 5,0 haben die noch. Habe ich bei Randy G gesehen. Kuss geht raus. Da kommt auch gleich Tati. Problem ist, der Laden macht erst um 17 Uhr auf. Ich habe alternativ einen anderen Burgerladen gefunden. Auch neu aufgemacht. Auch noch 5,0. Was geht ab? Was geht ab? Entschuldige, Alter, ich muss gerade kämpfen, Alter. Ich bin zu Monster, Alter. Ja, Mann. Oh mein Gott. Ich bin zu krass, Mann. Das ist zu geil. So. Downtown Burger, Leute. Richtig undercover, richtig versteckt. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, Mann. Irgendeine Seitenstraße von der Seitenstraße. Aber hey, 5,0 haben die. Schieß dich hier irgendwas an. Ja, muss man wohl Burger nennen. Wir sind ja zum Burger-Testen hier. Ja? Ja, die haben 1, 2, 4 Burger, einen Chicken-Burger und dann sogar vegan, Halloumi-Burger. Ja, für mich also Classic-Cheese-Burger. Ich nehme Classic-Burger, also ohne Cheese. Ja. Und ja, ich muss natürlich Falafel probieren. Ich muss schauen, ob ich immer noch die Nummer 1 bin. Und vielleicht ein paar Chicken-Wings. Ja, schau. Okay. Wir folgen Google Maps. Google Maps, ja? Google Maps. Ja, ja. Okay. Hast du ja eine 5,0 Bewertung? Ja. Noch. Also ich nehme gerne einen Cheeseburger und Fries. Klassiker. Ja. Falafel gehen auf jeden Fall. Ja, yeah. Falafel gehen auf jeden Fall. 2-2. Der Kollege macht sich Sorgen, dass die Bestellung zu groß ist. Also ohne das Brot, ohne alles. Chicken Wings auch noch. Wie lange hast du hier schon offen? Ein Monat. 3 Monate. Okay. Wow. Seid ihr von der Firma oder seid ihr einfach... Nee, so wir sind Food-Tester. Food-Tester, ja. Ja, so ein bisschen. Aufstrebende. Aber wird schon. Aber wie die heißt euer... Super saftig. Auf Instagram, TikTok, YouTube, alles. Es wird sich hier viel Mühe gegeben beim Belegen von unserem Burger, Leute. Cheeseburger. Ja, danke. Perfekt. Das ist wie bei SpongeBob, Leute. Jede Zutat so mit der Hand. Burger brutzeln, mein Käse wurde gerade draufgelegt. Was sagt der erste Eindruck? Es riecht ja lecker, ohne Scheiß. Und schaut alles sehr gut aus. Und super freundlich. Ja, Mann. Uns wurde jetzt so ein Kartoffelmix angeboten, dass wir von jedem was probieren können. Genau. Also es ist wirklich sehr sorgfältig, ist er, Leute. Ja, ja. Aber die Frage ist halt, wenn jetzt da mal ein bisschen mehr los ist. Ja, dann. Wieder wie Action hier ist. Da kann er nicht mehr so viel Zeit und Gefühl für einen Burger. Aber SpongeBob lässt sich auch nicht aus der Gruppe gehen. Der macht auch einen nach dem anderen. Aber der gibt dann auch Vollgas, Mann. Hä? Es gab doch so eine Folge, da hat er gegen Neptun Burger gemacht. Ja. Neptun hat richtig viele, richtig schnell gemacht. Und er so richtig langsam, ja, einen nach dem anderen. Das war zu geil, weil die Folge ist. Ja. So. Es riecht auch sehr lecker, Mann. Und den Mexikan oder den Barbecue? Guck mal, das Brot an, Mann. Voll fluffig, Alter. Dann, voll echt, guck mal. Sehr weicher Burger hier. Mhm. Ja? Oh, ich hatte schon sehr lange keinen normalen Burger mehr. Das taugt mir. Ich finde den besser als Türkisch, obwohl das ein normaler Burger ist. Normaler, simpler, einfacher Burger. Also Geschmack ist ja vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber nicht meckern, ist einfach zu lieber, oder? Das Brot ist super geil. Mhm. Also ein anderes Sesam, okay? Schau mal, ist echt geil.
Bei mir auch. Leider keine Freude. Und für den Preis ist auf jeden Fall super. 96 und 97 Euro. Oder ja, aber ohne Pommes. Ja, ja. Also nur der Burger. Also Preisleistung passt auf jeden Fall. Frische Zutaten. Ja, knackig auf jeden Fall. Das Wurst ist auch lecker. Das Fleisch ist ein bisschen. Ist lecker, aber ein bisschen fest so. Weißt du, hat keine. Bisschen festere Konsistenz. Aber geschmacklich nicht schlecht. Aber alles in allem, also wirklich Preis-Leistung, mega, also passt. Also, ich möchte betonen, ich finde es hier sehr familiär. Mhm. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die das nicht feiern würden, aber ich finde, das gibt dem Ganzen hier ein Flair. So. Also ein kleiner Familienbetrieb mäßig halt so. Mhm. So. Kinder laufen hier rum. Riecht schon mal sehr gut. Aber die können schon was, ja. Muss ich ehrlich zugeben. Boah, lecker. Das ist sehr gut. Es ist ein Hummus hier. Aber der könnte ein bisschen besser sein. Aber die Falafel sind sehr gut. Wir sind mit dem Kopf. Aber Suppe auch, ohne Suppe kein Herz. Aber immerhin. Aber das ist natürlich sehr lecker. Ja. Eine gute Knusprigkeit, schöner, ich sag mal, Mantel, Mantelung. Dankeschön. Sehr gut. Also, ich habe schon schlechtere gegessen. Nicht innen ausgetrocknet oder so, perfekt draußen. Außen knusprig, innen fluffig weich. Ja. So Falafel bei einem Burgerladen. Kriegst du noch deine Chicken Wings jetzt? Ich habe auch gesehen, hier, die verkaufen Frühlingsrollen hier. Eigentlich hätte ich die auch testen müssen. Wir empfehlen euch weiter, ja. Also Burger war okay, solide. Ja. Preis-Leistung hat. Preis-Leistung hat gestimmt, kann man super, nicht sagen. Kann man nicht sagen, ja. Aber die Besitzer, Atmosphäre. Ja, super. Super freundlich, tipptopp. Wir haben jetzt so lange gequatscht. Digga, shit, ich hab vergessen, worauf ich hinaus wollte. Achso, ja, durch diese ganzen Foodtouren, klar, finden wir gutes Essen, beziehungsweise auch schlechtes Essen, um die Leute zu warnen oder zu empfehlen. Genau. Aber, was ich auch geil finde, ist, man lernt die Leute dahinter kennen. Genau, ja. Wir haben jetzt eine Menge Leute kennengelernt. Unser Kollege von Fat Butcher. Ja. Jetzt die hier, sehr nett. Von Kulo. Kollege von Chong, ja. Genau. Also das ist auch ein Aspekt, den ich feiere, den ich fühle. Ja, also ja. Auf jeden Fall sehr, sehr nette Leute. Ja. Ja, mega. Absolut, ja. Kann man empfehlen, kann man wirklich empfehlen. Also ja. Ist jetzt kein Highlight, sage ich jetzt mal. Nee. Aber auf jeden Fall solide. Wirklich lecker, so auch günstig, ja. wenn jemand einen guten, günstigen Burger haben will. Oder auch Falafel-Pommes. Ja, Falafel waren sehr, sehr lecker, wirklich. Genau. Und das, die Sache ist, in der Innenstadt gibt es echt nicht viel Auswahl. Ja. Die Bewertungen hier sind schrecklich. Also die zwei schlechtesten Döner sind hier. Und alles andere ist aber hier auch tot. McDonald's haben wir hier, Five Guys, aber das ist auch nicht wirklich das Wahre. Ja. Und deswegen, ja. Ja, allein Five Guys ist ja Preis-Leistung absolut schlecht, wirklich. Ist ja, finde ich so auch. Absolut, das geht gar nicht. Ja. Und da ist es wirklich, sage ich mal, wirklich tippitoppi. Ist zwar versteckt, dann müsst ihr einfach mal hingehen, aber wirklich kann man machen. Ja. Ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja. Die wollen auch ausbauen, also unten da, wo die ganze Zeit irgendwelche Ausländer rausgekommen sind. Und die Familie, oder? Da wollen die halt noch mehr machen und irgendwie haben die auch von Sushi geredet. Ja, also, ich bin gespannt. Also wenn dieses Sushi kommt, dann sind wir wieder da. So, der Sendlinger Tor hatte jetzt jahrelang Baustelle, aber heute haben sie aufgemacht. Wir schauen mal, was es so gibt. Es gibt jetzt hier Geschah. Heute gibt es auch Angebot, ein Euro Döner. Aber schaut mal die Schlange für 1 Euro Döner an. Das ist die Schlange für 1 Euro Döner, Leute.
Oha! Warte, das muss ich kurz aufnehmen. Das ist ein Döner, 1-Euro-Döner. Wir hatten schon Erfahrung mit 1-Euro-Döner. Und das. Die gar nicht, weil war viel zu wenig, hat auch nicht geschmeckt, gar nichts, Mann. Gell? Okay. Die geben euch so wenig, das lohnt sich nicht für 1 Euro, Mann. Überhaupt nicht. Die, wie lange steht man? Schau, wo die Schlange hingeht, ist da hinten drin. Kaffee, Haferkappe, Lotterie. DM war da, glaube ich. Ah, hier, DM. Also, das hier ist jetzt eigentlich besser als Stachus. Ja. Ja, ich weiß nicht, woher die diesen Platz geschaffen haben. Hast du, ich wollte einen Kölner fragen, hast du noch den alten Sendinger-Tor? Nee, den alten Sendinger-Tor habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber ihr müsst euch vorstellen, all diese Läden waren davor nicht da. Woher kommt dieser Platz auf einmal? Blumenparadies. Hoffentlich hat er auch sonntags ein Feiertag offen. Ja, da können Leute hierher. Sugar-Packatur, ich check nicht, wie diese Läden überleben können. Aber die gibt's überall. Bäcker. So ein Handyladen. Ja, um die Ecke geht's, glaube ich, noch weiter. Hä? Woher kommt dieser Platz? Britzen, Alter. The Britzen Concept Store. Sollen wir da ein Video machen, Leute? Wir testen alle Britzen von The Britzen. Ja, okay, da gibt's da nichts mehr. Okay, das war's. Okay, da gibt's auch. Ja. Also ich bin. Ich bin positiv überrascht. Ja, ja. So, wir sehen uns. Hat mich gefreut. Mich auch, Mann. Nächste Woche ist der andere Burger dran, Mann. Oh yes. Leute, das war's von mir und Tati. Also von mir nicht zum letzten Mal, aber von Tati zum letzten Mal aus diesem Jahr. Besondere Grüße. Danke gehen raus an Tati, dass er sich dieses Jahr Zeit genommen hat und hoffentlich auch nächstes Jahr. Oder allgemein, dass er sich immer Zeit nimmt und mit mir Content rausballert. Das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin auch euch dankbar, dass ihr zuschaut, dass ihr die Videos feiert. Und ja, der Burger an sich war okay. Jetzt nicht überragend, überklasse, dass man unbedingt hingehen muss, wenn man in München ist. Aber in der Innenstadt ist halt echt tote Hose. Und ja, ich hoffe, bei dem Kollegen läuft gut. Das war's von mir, Leute. Euch schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr. Keine Angst, es kommen noch Videos davor, bevor das neue Jahr endet. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Das war's von mir. Hehe.